Herr Herrmann? Ja, der bin ich. Kriminalpolizei, Naseband, meine Kollegin Rietz. Es geht um Ihre Nichte, Julia Bär. Julia? Wieso? Was ist mit ihr? Sie ist aus der Psychiatrie ausgebrochen. Was? Wie kann denn sowas passieren? Naja, sollte nicht. Ist aber leider. Ja, dann hoffentlich finden Sie sie bald. Das hoffen wir auch. Sie hat nämlich vorhin in einem Geschäft ein Schwert gestohlen und damit die Inhaberin bedroht. Und wir haben die Befürchtung, dass sie jetzt zu Ihnen will. Ja, das heißt, Sie sind möglicherweise in Gefahr. Was? Blödsinn. Warum sollte Julia mich umbringen wollen? Wir haben uns immer gut verstanden. Ja, war das so? Wir müssen Sie auf jeden Fall darauf hinweisen. Ja, danke. Habe ich vernommen. Ja. Sie haben Ihre Nichte ja mal besucht in der Klinik. Warum hat sie da so extrem reagiert, als sie sie gesehen hat? Naja, weil sie geisteskrank ist. Sie hat ihren Stiefvater mit dem Schwert ermordet. Schreckliche Geschichte. Naja, aber irgendwie muss es ja so weit gekommen sein. Wie war denn das Verhältnis zwischen Julia und ihrem Stiefvater? Michael hat sich immer gut um sie gekümmert. War nicht ganz einfach für ihn. Ohne Ehefrau, mit einer 8-jährigen Tochter. Aber jo, Danny. Er war der einzige Vater, den sie hier hatte. Da sind wir. Ja, es gab nämlich damals eine Lehrerin, die hat einen Verdacht geäußert gegenüber dem Jugendamt. Ja. Dabei ging es um Missbrauch. Was? Aha. Diese alte Schachtel mit ihren kranken Fantasien? Das Jugendamt war der Meinung, dass es Micha hat sich immer gut um sie gekümmert. Klar, das kann ich bestätigen. Sagen Sie, diese Hütte im Wald, zu der Julia immer mit ihrem Stiefvater gegangen ist, wo genau ist die? Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Sie war nie dort. Also, ich bin auch nicht so ein Naturfreak. Sorry, ein Stromschaden beim Kunden, ja? Ich muss los. Ja, ja. Das ist meine Karte. Sollte Julia sich melden, sagen Sie bitte sofort Bescheid, ja? Ja, vor der habe ich keine Angst. Mit der werde ich schon fertig. Aber was sollte sie hier? Sagen Sie, diese Tina Köhler, die wohnt da auch hier in der Gegend, oder? Ach, Julias kleine Freundin. Ja, die wohnt da hinten, um die Ecke. Steinstraße 8. Gut. Danke. Dankeschön. Entschuldigung, wir suchen Tina Köhler. Kennen Sie die? Ja, das bin ich. Ach so, ja, noch besser. Wir sind von der Kripo, Rietz, Naseband. Es geht um Julia Bär. Ist ihr irgendwas passiert? Sie ist aus dem Maßregelvollzug ausgebrochen. Ein Schwert hat sie sich auch besorgt. Scheiße. Haben Sie eine Vermutung, was sie vorhaben könnte? Keine Ahnung. Es könnte natürlich sein, dass sie sich bei Ihnen meldet, weil sie sich bei Ihnen verstecken will. Sie waren ja wohl Ihre einzige Freundin. Also, falls das so sein sollte, dann passen Sie bitte auf, ja? Sie ist gefährlich. Ich habe keine Angst vor Julia. Sie würde mir nie was tun. Was ist denn mit Ihrem Onkel? Herrn Herrmann, den kennen Sie doch auch. Könnte sie zu dem wollen? Keine Ahnung. Also, Frau Köhler, wir würden darüber jetzt nicht so direkt sprechen, wenn es nicht so dringend wäre. Es gibt auch keine Beweise dafür. Aber es gibt den Verdacht, dass Julia von ihrem Stiefvater und ihrem Onkel missbraucht wurde. Er war zwar genauso ein Arsch wie ihr Stiefvater, aber das ist Blödsinn. Wieso was denn? Wieso Arsch? Nun ja, Julia musste ständig putzen, waschen und ihm sein Bier bringen. Was ist denn mit der Hütte im Wald? Welche Hütte? Naja, die Hütte, zu der Julia öfter mit ihrem Stiefvater gegangen sind. Die kennen Sie doch bestimmt. Stimmt, da gibt's eine Hütte, aber ich weiß auch nicht mehr, wo genau die ist. Warum wollte Julia nicht mehr dorthin? Ja, sie hat Angst im Wald und vor der Dunkelheit. Ja, aber Sie waren doch bestimmt auch mal dabei. Ihre Lehrerin meinte, Sie beiden wären unzertrennlich gewesen. Von wo sind Sie denn losgegangen? Gucken Sie mal hier auf der Karte. Vielleicht fährt sie Ihnen dann leichter. Vom Parkplatz an der Nordseite. Das ist hier. Aber da ist ja keine Hütte, weit und breit. Die ist ja auch versteckt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Julia dort ist. Also sollte Julia auftauchen, dann rufen Sie bitte an, ja? Und passen Sie auf, auch wenn Sie eine Freundin sind. Ja, versprochen. Ich muss jetzt aber auch los. Eine Frage noch. Warum haben Sie sie nie besucht? Nun ja, ich musste irgendwie mit der Vergangenheit abschließen. Und das können Sie so, indem Sie den Kontakt einfach abbrechen? Ich muss jetzt wirklich los. Aber melden Sie sich, ja? Die weiß mehr, als sie sagt. Ja, den Stiefvater konnte sie auf jeden Fall auch nicht leiden. So viel steht fest. Wenn die Julia wirklich von den beiden Männern missbraucht wurde, dann weiß ihre Freundin das auch. Wir müssen sie finden, bevor sie ihren Onkel findet.
Ja, ich habe Alex gerade nach Hause gefahren und warte jetzt nur noch auf mein Abendessen und dann geht's auch ab auf die Couch. Seid ihr mit der Hütte weitergekommen? Noch nicht. Der Einzige, der sicher weiß, wo diese Hütte ist, ist der Revierförster. Aber der hat keinen Empfang. Der ist bei Freunden auf der Jagd und keiner weiß, wie lange. Also diese Tina Köhler meint, dass die Hütte der letzte Ort wäre, wohin sie flüchten würde. Komisch ist, dass weder sie noch der Onkel sich erinnern, wo diese Hütte ist. Ich habe auch das Gefühl, da möchte sich gar keiner mehr erinnern. Sehe ich genauso. Bis dato gibt es keine neuen Hinweise, wo Julia Bär ist. Ich frage mich echt, was in ihrem Kopf vorgeht. Die Flüchtige hat im Supermarkt Müllerstraße eine Kassiererin mit einem Schwert bedroht und einen Passanten verletzt. Sie ist in Richtung Norden geflüchtet. K.L. hat verstanden und übernimmt. So, Philipp, da hast du deine Antwort. Ich melde mich gleich, Junge. Hallo, Kollege. Wie sieht's aus? Guten Abend. Ja, der hat noch mal Schwein gehabt, würde ich sagen. Ist nur eine Schnittwunde. Muss aber trotzdem genäht werden. Alles klar. Sitzt er. Danke. Hallo. Guten Abend zusammen. Hallo. Kripo. Naseband. Wie sieht's denn aus bei Ihnen? Naja, ich hab's überlebt. Ich habe auch alles auf Video. Die Verrückte ist da mit ihrem Schwert und der Tüte aus dem Supermarkt da hinten um die Ecke gelaufen. Ich bin ihr dann hinterhergelaufen und hab alles gefilmt. Ich kann's dir ja mal zeigen. Und da hat sie mich dann voll erwischt. Was sollte das werden? Mutprobe fürs beste Video im Netz? Ja, also so einen Blödsinn würde ich nie wieder machen. Ist doch völlig bescheuert. Gute Besserung, ja? Dankeschön. Jo, Philipp. Also, sie hat den Typen nur leicht verletzt. Der ist mit dem Handy hinter ihr hergelaufen und hat sie gefilmt. Das wollte sie wohl nicht. Aber sie hat Lebensmittel gekauft. Das heißt, sie sucht einen Platz für die Nacht. Ja. Du, wenn der Förster sich meldet, sag dir bitte sofort, dass er sich bei uns meldet. Wir müssen wissen, wo die Hütte ist. Da ist irgendwas faul, ich schwör's dir. Alles klar. Ansonsten bis morgen, Kollege, ne? Jo, ciao. Ist alles okay bei dir? Ja, ich glaube, wir müssen hier lang. Aber schön, dass du uns die Hütte zeigst. Ich war ganz überrascht, als du gestern Abend angerufen hast. Ja, ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen. Er meinte, ich soll es wenigstens versuchen, ihnen die Hütte zu zeigen. Aber wie gesagt, ich glaube, Julia ist dort nicht. Naja, falls doch, haben wir zur Sicherheit noch den Kollegen mitgenommen. Wer ihr nichts tut, dem passiert auch nichts. Wie lange warst du jetzt nicht mehr bei der Hütte? 10 Jahre. Oh. Ist es denn noch weit? Nein, da vorne müsste sie eigentlich schon sein. Jo, Philipp. Was? Ich kann dich ganz schwer verstehen, Philipp. Sag noch mal bitte. Philipp? Funkloch. Irgendwas ist mit dem Onkel. Der geht nicht ans Telefon und ist nicht aufzufinden. Julia ist ja in der Psychiatrie mal auf ihn losgegangen. Weißt du warum? Will sie ihn vielleicht umbringen? So wie ihren Stiefvater. Wenn schon. Das ist halt ein Schwein weniger. Da. Ich kann da nicht rein. Ja, ich kann das verstehen. Hier ist niemand. Sie war aber hier. Ich glaube, ich weiß, warum du da nicht rein willst. Mein Freund hat mich überredet, hier hinzukommen. Er meinte, anders kann ich nicht mit der Sache abschließen. Tina, du musst da nicht reingehen. Aber willst du mir nicht erzählen, was damals passiert ist? Julias Vater. Beziehungsweise Stiefvater. Hat uns da drin angefasst, als wir gerade mal 8 waren. Und sei lieb zu Onkel Hans. Hast du verstanden? Du weißt ja, was sonst passiert. Er hat uns damit gedroht, dass wenn das rauskommt, dass Julias Mutter stirbt. Sie hatte Krebs und ist trotzdem gestorben.
Ihr Onkel Hans Hermann? Ihr Stiefvater hat uns an ihn weitergereicht. Jule, da. Hey, bist du da? Polizei! Runter mit dem Schwert! Julia, seien Sie vernünftig. Legen Sie das Schwert auf den Boden. Jule. Hey. Gina. Ich bin's. Hör zu. Du musst dieses Schwein nicht mehr töten. Ich werde ihn anzeigen. Er wird ins Gefängnis kommen. Ich werde jedem erzählen, was er uns angetan hat. Tina. Das verspreche ich dir. Bleibst du jetzt bei mir? Es geht nicht. Du musst erstmal zurück in die Klinik. Aber ich verspreche dir, ich werde dich dort besuchen kommen. Hör zu, es tut mir leid, dass ich nicht da war. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Es wird alles wieder gut. Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Hermann. Was? Was soll das? Ich bin hier das Opfer. Die Anfesseln kannst du ihm direkt dran lassen. Da, wo sie hinkommen, da sind Kinderschänder ganz, ganz unten in der Rangordnung. Und das ist auch gut so. Ich bin kein Kinderschänder. Was soll das? Oh doch. Und ich werde das bezeugen.